Also das ist kein Witz, das sieht man ja auch. Wir haben 1989 angefangen. Wir sind einer der ältesten Rap-Bands Europas, die immer noch Musik machen. Ganz ehrlich, es liegt nicht in meiner Aufgabe zu bestimmen, wer Rapper ist und wer nicht. Denn wenn du da draußen damals die ganzen Gangster-Rapper fragst, dann sind wir auch Öko-Rapper und eben politische Rapper. Deswegen, jeder soll das machen, worauf er Lust hat und damit leben. Aber die Träume sind immer noch da. Es kann sein, dass wir keine Chart-Erfolge hatten wie die anderen, aber unsere Träume haben wir nie verkauft. Yeah.
Der camino nos viene para andar, y anduvimos juntos siempre. Für ein solidarisches und freies Leben für uns alle. Dankeschön, Erkel, das wirst du nicht mehr. Esther Bejarano ist eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters, also des, von Auschwitz, und eine der beiden letzten des Mädchenorchester Auschwitzes. Und sie ist gerade heute auch nach Auschwitz gereist mit ihrer Familie zum ersten Mal. Und was ich an Esther liebe, und im nächsten Jahr 2018 wird es 10 Jahre sein, dass wir mit Esther touren dürfen, dass sie einen so klaren Blick hat und alles auf die Zukunft und auf die Gegenwart sehr gut verbinden kann und nicht in der derart in der Vergangenheit ist, dass sie verbittert ist, sondern sie will Menschen gewinnen, um, damit wir politisch gegen jegliche Art von Nationalismus, Faschismus und Rassismus kämpfen können. Und deswegen einen großen Applaus jetzt schon mal für Esther Bejarano und für das, was sie in diesem Lied sagt. Dankeschön! Das hier ist die Antwort auf sämtliche Fragen. Wir stolz unsere Botschaft auf unseren Fahnen tragen. Schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus. Singen laut, Bella Ciao und strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier ziehen Proleten ohne Furcht. Durch Straßen und Felder, Schwachköpfe drehen durch. Wir schreiben Texte, die das Volk bewegt. Weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen ohne Pistolen und Degen. Ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf, Avanti Popolo, la Discosta. Kommen im Dauerlauf, questa la risposta. Avanti Popolo, alla Discosta. Cevap die Antwort, la Risposta. Avanti Popolo, alla Discosta. Perché il Popolo triumferà. Avanti Popolo. Schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit. Hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt ab. Il Popolo triumphera mit Hand, Herz und Verstand. Hör dir die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auf, von euren Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Waffen subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf gläsernen Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen. Seht keine Demut, keine Reue, seht euch weiter lieben, werden weniger reden und dann endlich wachen. Aber die Popolo, der schlafende Riese wird erwachen. Aber die Popolo, alla Risposta. Cevap die Antwort, alla Risposta. Avanti Popolo, alla Risposta. Perché il Popolo triumferà. Avanti Popolo, alla Risposta. Cevap die Antwort, alla Risposta. Avanti Popolo, alla Risposta. Perché il Popolo triumferà. Avanti Popolo, grazie mille, ciao. Ein Riesenapplaus jetzt für das DJ-Team. Nein. Genau. Antifaschista. Antifaschista. So ein wundervoller Abend. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir sehr viel. Nochmal einen großen Applaus für euch, für das Klimacamp, für alle Organisatorinnen und Organisatoren des Camps, für Windspiel, für alle Aktivisten und Aktivisten.